Stück für Stück fährt auch die Stadtwerke Kapfenberg den Betrieb wieder hoch. Nachdem die Tankstelle und der Elektroshop bereits am 14. April wieder öffneten, ziehen am 18. Mai die Highway-Dienstleistungsstelle, das Sonnenhaus und das Kundencenter nach. Da die Stadtwerke zur kritischen Infrastruktur gehört, war man natürlich auch während der Krise für die Kunden da. Allerdings nur telefonisch oder per Mail. Auch für die Mitarbeiter eine ungewohnte Situation. Ja, es war speziell für uns als regionales Versorgungsunternehmen, waren wir gewohnt, dass die Kunden immer zu uns kommen können und auch gekommen sind und von einem Tag auf den anderen Betriebsgelände gesperrt. Am Anfang natürlich Lockdown in vollem Umfang. Die Kunden, vereinzelte Anrufe, ob dies oder jenes möglich ist, waren dann überrascht, dass man abmelden konnte. Ab Montag gibt es wieder von 7 bis 15 Uhr den gewohnten Kundenverkehr. Strom, Gas, Kabel oder Internet an- und abmelden wird wieder vor Ort möglich sein. Natürlich mit den bekannten Sicherheitsmaßnahmen. Kunden können natürlich zu uns ins Kundencenter kommen. Die Spielregeln wie fast überall, Mundschutz, Handdesinfektion, Abstand halten, einzeln eintreten. Und sollte sich jemand wirklich krank fühlen, der bitte soll uns telefonisch kontaktieren. Wir werden dann versuchen, wie bis jetzt in der Krise, die Dinge telefonisch oder per E-Mail abzuwickeln. Stück für Stück fährt auch die Stadtwerke Kapfenberg den Betrieb wieder hoch. Nachdem die Tankstelle und der Elektroshop bereits am 14. April wieder öffneten, ziehen am 18. Mai die Highway-Dienstleistungsstelle, das Sonnenhaus und das Kundencenter nach. Da die Stadtwerke zur kritischen Infrastruktur gehört, war man natürlich auch während der Krise für die Kunden da. Allerdings nur telefonisch oder per Mail. Auch für die Mitarbeiter eine ungewohnte Situation. Ja, es war speziell für uns als regionales Versorgungsunternehmen, waren wir gewohnt, dass die Kunden immer zu uns kommen können und auch gekommen sind und von einem Tag auf den anderen Betriebsgelände gesperrt. Am Anfang natürlich Lockdown in vollem Umfang. Die Kunden, vereinzelte Anrufe, ob dies oder jenes möglich ist, waren dann überrascht, dass man abmelden konnte. Ab Montag gibt es wieder von 7 bis 15 Uhr den gewohnten Kundenverkehr. Strom, Gas, Kabel oder Internet an- und abmelden wird wieder vor Ort möglich sein. Natürlich mit den bekannten Sicherheitsmaßnahmen. Kunden können natürlich zu uns ins Kundencenter kommen. Die Spielregeln wie fast überall, Mundschutz, Handdesinfektion, Abstand halten, einzeln eintreten. Und sollte sich jemand wirklich krank fühlen, der bitte soll uns telefonisch kontaktieren. Wir werden dann versuchen, wie bis jetzt in der Krise, die Dinge telefonisch oder per E-Mail abzuwickeln.